geht weiter, Leute. Wir machen richtig Fortschritte. Wenn ich wollte, würde ich sogar bei Nacht weitermachen, aber dann kommen die Gegner aus den Gebäuden raus mit einem Schlag. Ganz viele Gegner. Also wenn ich sozusagen einen Angriff auf ein Gebäude mache, wumm, drei Gegner auf einmal. Wow! Nein, nicht drei. Mindestens 10. Hey, 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 ruhig. Wir schießen übrigens alle ein bisschen schneller, falls es ihr nicht gemerkt habt, wegen den Ultrakondensatoren aus dem Upgrade. Aus dem Forschungsupgrade. Deshalb geht das jetzt auch ein bisschen zügiger gerade. Das wird der Grund sein, logisch. Weil man 5% auch bemerkt, logisch. Stimpax. Oh mein Gott, sind die schnell. Ey, 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 was wird denn das, wenn es fertig ist? Jawohl. Alle mal sammeln wieder. Es sind doch ein bisschen viele auf einem Haufen jetzt verdichtet. Also haben sich getrennt, meine ich damit. Ja! Yay, die Hälfte meiner Marines sind tot. Die habe ich gerade zu Tode gestimmt, sozusagen. Weil es kostet ja 10 Lebenspunkte, um die Stimpacks zu benutzen und deshalb... Das hatte ich schon mal in einem richtigen Spiel. Da kam der Gegner mit ganz vielen Marines an, die er alles vorher schon gestimmt hatte auf dem Weg hin. Und der hat sie so oft auf den... Der Weg war so lang, dass die Einheiten, bevor die überhaupt bei mir angekommen waren, schon fast tot waren. Also alle schon im roten Bereich und am gelben oder am orangenen. Na, ihr wisst schon. Okay, jetzt wird Nacht langsam. Ich muss sowieso zurück, weil der südliche Eingang nicht bewacht ist. Wollt ihr mich verarschen? Dahin, dahin. Dahin. Danke. Du solltest Wachen aufstellen. Sie werden bald wiederkommen. Depots hoch. Wo ist die Action? Hier vorne, immer an der Front. Ich warte. Euer Ernst? Ihr lasst euch von so ein paar Verseuchten einschüchtern? Apropos Verseuchten, da sind die Verseucher, die muss ich auch noch töten, wegen der Zergforschung. Ich brauche mal noch einen aus meiner Einheitentruppe hier. Wisst ihr was, ich mach's ganz einfach. Das ist jetzt wirklich trivial so ein bisschen. Ich geh einfach raus. Oh, hi Scheuser, wie geht's? Mann, sind das viele, ist doch der Wahnsinn. Wehe. Bevor ihr in Schwierigkeiten steckt, komme ich noch. Oh mein Gott, hier oben kommt schon gar keiner mehr. Oh Gott, nein, das ist jetzt ein Witz, oder? Oh, scheiße, 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 scheiße. Nein, nicht den Helden töten. Oh, das ist ein Witz, oder? Die haben meine Feuerfresser kalt gemacht. Eiskalt. Die haben eiskalt meine Feuerfässer kalt gemacht. Da gibt's Sinn, ja. Läuft gerade ein bisschen problematisch. Oh mein Gott, hier oben sind schon alle verloren. Also ich muss hier
wirklich bald mal was machen. Das, die sind, oh, ich nehme schon eine halbe Stunde auf. Ich werde wahrscheinlich eine Split-Folge machen müssen. Also wenn ich mittendrin mal einen Cut mache, so zack, erledigt. Dann vielleicht habe ich den auch schon gemacht bei euch, ich weiß es nicht. Das werdet ihr dann sehen. Ich kann meine Pläne in der Zukunft auch noch nicht abwägen, weil ich nicht in die Zukunft reisen kann, geschweige denn denken. Okay, denken kann ich schon in die Zukunft, weil ich weiß, was ich machen werde. Und bla, ach, keine Ahnung. Ihr werdet ja dann sehen, wie ich das mache. Also wenn ich jetzt rede schon, dann... Oh mein Gott, sind das... Nee. Vielleicht werde ich jetzt einfach auch einen Schnitt reinsetzen und dann sozusagen zum Ende springen, wo ich schon gewonnen habe. Weil es einfach nur richtig lange dauert. Und es ist einfach nur unnötige Zeit langsam nur noch, weil es einfach immer dasselbe ist. Mann. Okay, Julius und ein paar verseuchte Gebiete und räumen sie auf. Die Chance muss ich jetzt nutzen, weil die Nächte jetzt schon ziemlich dramatisch langsam werden. Oben ist überrannt worden. Ich räume am besten hier oben alles auf, dann kommen oben nur noch eine Handvoll und es reicht dann so in etwa. Mit einer Handvoll ungefähr werde ich fertig. Was da noch problematisch werden könnte, wäre da und da. Da, wo die Verseucher zu allem Übel auch noch sind. Die werde ich bei Nacht dann erledigen müssen. Worauf ich so überhaupt keinen Bock habe, weil die bei Nacht ziemlich noch schwieriger zu erledigen sind als bei Tag erst. Immer fokussieren, jawohl. Je schneller ich diese scheiß Mission hinter mir habe, desto besser. Wir zeigen keine weiteren verseuchten Strukturen in diesem Sektor an, Jim. Fertig. Dieser Bereich ist gesichert. Zwar nicht alles fertig, aber trotzdem etwas fertig. So, noch 43 verbleibende Gebäude. Jetzt mache ich mal hier unten ein bisschen sauber. Ich spiele den Kammerjäger. Merkt er was? Naja, wie auch immer. Ich werde ja bald mit meinen Kollegen hier noch ein Borderlands-Let's Play machen, da werdet ihr schon wissen. Fürs Erste reicht es erstmal zu wissen, Kammerjäger und so, ne? Ich treibe hier das Ungeziefer raus. Und die Aufnahme geht schon wesentlich zu lange. Meine Herren, hier muss der Verseucher auch irgendwo sein. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe leider keine Detektoren. Der hat sich eingegraben. Man kann spezielle... Was ich machen könnte... Oh, das wäre so viel... Oh, das ist... Oh, nee, das mache ich jetzt mal. Das ist so gemein. Ich brauche den Verseucher gar nicht zu suchen. Ich baue jetzt etwa Raketenturm hin. Die Raketentürme haben nämlich Detektoren. Und damit kann ich eingegrabene oder unsichtbare Einheiten sehen. Zumindest, wenn sie in dem Radius sind. Ist jetzt nicht so, dass wenn ich einen Raketenturm baue, über die ganze Map sehen kann, also über die ganze Karte. Das wäre doch schon ein bisschen unfair, denkt ihr nicht auch? So, das war's erstmal für mich. Wollt ihr mich verarschen? Du solltest Wachen aufstellen. Aber ich glaube, den brauche ich jetzt sowieso nicht mehr. Da ist er nämlich schon, der Verseucher. Zack.
Und ich postiere mich jetzt hier einfach hier und warte. Basis wird angegriffen. Soll das ein Witz sein? Tut mir leid, Leute, ich muss jetzt mal mein eigenes Depot wegfeuern. Oh, wirst du angegriffen? Das tut mir jetzt aber leid. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, sind das viele. Aber sehen, wer gewinnt. Wird langsam enorm nervig. Oh, da oben kommen die immer noch in Massen. Haben wieder ein Depot entfernt. So nach dem Motto Steuerung Alt und Entfernen. Ja, ich werde definitiv in der Mitte einen Schnitt reinsetzen. 38 Minuten ist echt lange. Meine Herren, die kämpfen sich vorwärts, mutig wie sie sind. Oh nein, das war nicht gut. Ja, ich sollte es echt vermeiden, mein Nachtgebäude zu zerstören, weil dann jede Menge Gegner rauskommen. Wollt ihr mich verarschen? Diese blöden Scheusal, die sind so verflucht stark. Aber ich glaube, ich werde heute keine... Also Leute, stellt euch darauf ein, heute wird keine Horrorfolge kommen, weil mir die Zeit fehlt dazu jetzt. Wenn die Aufnahme so lange dauert, dann dauert das Rendern auch so lange und das Hochladen noch länger. Weshalb ich heute keine Horrorfolge machen werde. Tut mir echt leid, Leute. Muss sein. Stattdessen lade ich zwei StarCraft-Folgen hoch. Ey, sorry, ich konnte nicht ahnen, dass es so groß wird, dass es einfach so lange dauert. Ich wusste echt nicht, also ich, naja. Wisst ihr was? Ich rechtfertige mich gar nicht. Ist nämlich, wenn ihr euch bei mir anschaut, dann müsst ihr auch manchmal damit rechnen, dass sowas passiert. Mann. So, Goliaths. Marines, Feuerfresser, nee, Marodeure und Feuerfresser. Das ganze Arsenal schicke ich in den Kampf. Ohne die Hellions bitte. So, und jetzt macht ihr hier gefälligst die Gebäude kalt. Endgültig. Und währenddessen schnappe ich mir mal einen WWF. Und der kann hier hinten mal einen Raketenturm bauen. Warum ich das mache, ist einfach schwachsinnig. Ich sollte es nicht machen, weil der sowieso in der nächsten Nacht zerstört wird wieder. Aber wenn ich doch noch ein bisschen Zeit habe und es vielleicht doch noch hinschaffe, rechtzeitig... Dann aber nur vielleicht. Dann kann ich den Verseucher noch killen. Aber wenn ich... Oh,
Oh, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Mann. Ey. Aber wirklich. So. Wieder ein Bereich gesäubert. Jetzt wird es nur noch leichter, Leute. Und ich hoffe, das war's dann auch endlich mal. Das, ich habe so die Nase voll von dieser Mission. Bau. Bau! Da muss der Verseucher unter der Erde sein. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass ich da einfach nicht bauen kann. Das machen manchmal die Zerg-Spieler auch im richtigen Spiel, um einfach den anderen Spieler zu ärgern. Dass sie etwa genau da, wo du deine Gebäude haben willst, klammern, zimmern die dir da so einen Verseucher hin und dann kannst du eiskalt nichts machen. So, und jetzt könnt ihr auch mal sehen, da ist er nämlich vergraben. Bam, und tot mit dir, Mistkerl. Man sieht es nämlich hier, Detektor einmal und hier steht es auch nochmal. Detektor, ganz groß. Und noch 6 Gebäude, wir nähern uns dem Endspurt. Nach 43 Minuten, hat lang genug gedauert. Und jetzt muss ich mich zurückziehen wegen diesen scheiß 3 Gebäuden, die ich bei Nacht killen muss. Ein Witz? Ein schlechter, aber nur. Die werde ich jetzt bei Nacht besiegen. Haltet euch fest, Leute. Vielleicht schaffe ich es nicht mit meiner 80-Mann-Armee. Aber es ist mir egal. Ich riskiere es. Oh mein Gott, ich schaff's nicht. Ist wirklich so. Ich mache ziemlich Verluste. Ich habe noch 76. So, ein Gebäude noch. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Ich versuche die Scheiße alle als erstes abzuknallen, Leute. So, das war's. Ruhe im Karton. Hast es geschafft, Jim. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ja. Jetzt muss ich noch einen Ort finden, an dem meine Liebe. Ja. Yeah. So leicht wird das nicht, meine Liebe. In dem Sektor wimmelt es nur so von Zerg. Yay. Yeah. Also, nein, nicht hier. Muss es einen Ort geben, den die Außerirdischen noch nicht kontaminiert haben. Ein unentdecktes Paradies, das nur auf uns wartet. Na dann such mal schön. Viel Spaß dabei. Naja gut, hier gibt es sogar einen Erfolg. 28 Minutes later, ja. Wenigstens habe ich die blöden Verseucher besiegt. Gott sei Dank, ey. Oh, so die Nase voll von dieser Scheißmission. Oh, sie ist nervig und nervig und nervig und nochmal nervig und doppelt und dreifach und Sandwich nervig. Oder was? Ach, egal. Oh, Mann, ey. Ich hab so die Nase voll und Map und Map und nochmal Map. Keine Lust mehr. Überhaupt keine Lust mehr. Ich hab auch überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas jetzt aufzunehmen. Wegen dieser blöden... Nein. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Unsere Reporterin Kate Lockwell berichtet live vom Flüchtlingsschiff Skinner 2, das sich aktuell im Orbit von Meinhof befindet. Donny, die Opferzahlen hier draußen erreichen schwindelerregende Höhen. Enorme Flüchtlingsflotten kämpfen darum, die sicheren Kernwelten zu erreichen und längst nicht alle werden es schaffen. Nein! Es herrscht Mangel an Wasser, Nahrung und Hoffnung. Kate, wir werden später noch über die Pläne der Liga zur Rettung dieser Welten sprechen. Später könnte zu spät sein. Es wird viel über eine mögliche Rettung gesprochen. Und es scheint, dass sie ihre Hoffnungen zumeist auf paramilitärische Gruppierungen und Rebellen wie Jim Raider... ...von einem Flüchtlingsschiff über Meinhof, wo alle sehnsüchtig auf die Rückkehr der Liga warten. Sie sehen jetzt einen Vermilion-Kommentar zum Thema Flüchtlinge. Sind sie wirklich unsere Verantwortung? Alter, oh Mann. Du bist ein echter Menschenfreund. Ja, kein Kommentar dazu, Alter. Der Typ ist so ein Arschloch, aber wörtlich. Ey Leute, die Aufnahme war so lang, wollen wir nicht nur eine Arcade-Runde machen? Mal ehrlich, noch länger geht wirklich nicht.
Der Zerg-Tank ist schon ein bisschen weiter. Einfach Pause machen und durchlesen, wenn es euch interessiert. Fertig? Schön. So, neue Forschung. Geil. Was haben wir denn da schön? Das ist eine planetare Festung. Kommandozentrale planetare Festung. Upgrade, Panzerung und Flexibilität. Kann nicht abheben. Scheiße, das Upgrade mag ich nicht. Was haben wir hier? Das ist eigentlich eine super Eigenschaft, dass man mit der Kommandozentrale einfach mal abhauen kann. Flammenturm verursacht massiven... Oh mein Gott, wie cool. Das ist... Der gefällt mir, den mache ich. Ich schaue nun mal hier schon mal, was es noch so gibt. Okay. Können wir uns alles später noch holen. Hi Toshi! Was hältst du von Dr. Hansen? Sie ist ein super süßes Kind. Hat jedoch einen bitteren Machtgeschmack. Glaubst du, sie verbirgt irgendwas? Hast du dich mal gefragt, wieso die Zerge ihren Planeten so schnell angegriffen haben? Vielleicht gab's da was, was sie wollte. Etwas Zuckersüßes vielleicht. Oh. Der Typ ist so verrückt, ganz ehrlich. Der hat so einen Dachschaden. Aber wörtlich. Na, Ariel? Schon einen passenden Planeten für deine Leute gefunden? Ja, ein unbewohnter Planet namens Haven. Er befindet sich am äußeren Rand des Protoss-Raums. Oh. Scheint aber soweit sicher zu sein. Das wird ausreichen lassen. Meine Leute sollten sich besser eine Weile still verhalten. Sind sie beide nicht beunruhigt, dass die Kolonisten verseucht sein könnten? Wenn ja, dann haben wir ein Problem. Können sie das auch nur in Betracht ziehen? Sie sind alle kerngesund. Das hoffe ich, Ariel. Mit den Protoss ist nicht zu spaßen, was Verseuchungen angeht. Du solltest auf jeden Fall damit anfangen, an einem Heilmittel gegen den Zerg-Virus zu arbeiten. Aus schulmedizinischer Sicht würde ich sagen, es ist unmöglich, ein Heilmittel zu finden. Das Virus mutiert zu schnell. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Sieh einfach, was du tun kannst. Mehr verlangt keiner. Ich wüsste eins. Einfach töten. Das wäre leicht. Ich arbeite an einem Mittel gegen den Zerg-Virus. Ich hoffe nur, dass meine Leute es nicht brauchen werden. Wie gesagt, abknallen ist am leichtesten. Harrigan hat ein paar neue Tricks gelernt. Die Verseuchung auf Meinhof schien besonders virulent. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Sein eigenes Ich zu verlieren. Sich dabei immer mehr in verdammtes Monster zu verwandeln. Wenn noch nur einer von Dr. Hansens Leuten auf Haven infiziert ist. Ich weiß. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bevor die Protoss nach ihm suchen. Ich habe immerhin schon einiges mit dem Protoss durchgemacht. Sollte es je so weit kommen, kann ich sie vielleicht beruhigen. Nur vielleicht. Wenn nicht, werden wir hier einen dritten Weltkrieg haben. Hätte nie gedacht, dass ich nochmal nach Meinhof komme. Wir haben uns damals fast totgeschuftet, um auf diesem Schutthaufen überleben zu können. Und von den Kelmorianern ausgenommen zu werden. Bis wir uns aufgelehnt haben, verstehst du? Da hat es uns einfach gereicht. Kann ich gut verstehen. Manchmal muss ein Mann einfach für seine Rechte kämpfen. Zum Teufel, wir waren einfach nur dumm. Im Recht zu sein hilft einem wenig gegen Gaussgewehre und Kampfschreitern. So viele sind für nichts gestorben. Wenn du nicht gekommen wärst... Hey, deine Leute haben ihre Freiheit teuer erkauft. Mit ihrem eigenen Blut. Matt und ich waren nur froh, euch helfen zu können. Opa Swan erzählt von seiner Jugend. Mal ehrlich, oder? Das machen eigentlich nur etwas ältere Menschen. Ey, okay, komm, ich hör auf damit. Ich will nicht fies sein. Ich will hier niemanden diskriminieren oder irgendwie runterschmachen oder beleidigen oder sonst irgendwas. Ne? Ihr wisst schon. Das würde ich nicht machen. Wie auch immer, das war's jetzt mal. Ja, sorry, das war's jetzt mal für diese Folge. Die war ziemlich fies lang und ich werde sie wahrscheinlich in zwei kleine runterteilen, damit es auch ein bisschen besser auf YouTube passt und alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wem es einfach nicht passt, wem StarCraft einfach so langweilig ist, der kann sich gerne meine Horror-Let's Plays angucken. Heute keine Folge, weil die Scheiße jetzt so lang gedauert hat. Und wenn nicht, schaut euch noch die Koop-Let's Plays an. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.